Boah, Leute, ich sitze hier wieder gechillt in meinem Porsche. Wir spielen wieder Südwest Florida. Das Game hat anscheinend eine Map-Erweiterung bekommen. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Ich bin gerade erst gespawnt. Darum, es gibt jetzt einfach einen Pizzaladen. Das ist auf jeden Fall neu. Dass mein Porsche so scheiße bremst, ist auch auf jeden Fall neu. Ist der Pizzaladen? Mann, es lädt. Das soll der Pizzaladen sein? Nee, hinten. So. Das soll ein Pizzaladen sein? Bin ich jetzt ernsthaft nicht so überzeugt? Oder bin ich einfach dumm? Nee, das ist der. Ach so, und sorry, dass er keine Sound hört. Ich hab's wieder nicht hinbekommen. Das soll der Pizzaladen sein, wirklich? Ein gutes lädt auf jeden Fall noch, das merkt man. Du, erstmal Rückwärtsgang einlegen. Oh Gott, was wird das für eine Drehung? Was denn sonst noch neu? Kenne ich. Den kenne ich auch. Kenne ich. Ich weiß jetzt, also außer diesem Pizzaladen ist hier auf jeden Fall nichts neu. In irgendeine Richtung wurde die Map erweitert. Ich weiß aber leider nicht wo. Gott, erstmal so eine Stunde mit Suchen verbringen. Vielleicht in Richtung Dealership. Könnte ich mir vorstellen. Die Straßen sind neu. Die sind, glaube ich, neu. Wow. Der Dealership lädt auch noch. Ja, die Straßen sind auf jeden Fall neu. Früher ist man hier. Früher war der Dealership genau an dieser Straße. Okay, das ist neu. Das ist auch neu. Ja, man hat in die Richtung sogar erweitert. Irgendwie hat man insgesamt die Ampeln. Die haben sich, glaube ich, auch verändert. Früher hatten sie immer andere. Also, das sind mehr amerikanische. Okay, gut, man sieht auch nur die Lampen. Kann ich jetzt doch nicht mehr so beurteilen. Okay, aber das finde ich cool. Man muss jetzt hier einbiegen. Gott, was ist das denn? Hat sich hier irgendwas verändert? Ich glaube nicht. Doch, doch, Bäume. Bäume sind die einzige Veränderung. Lul. Einfach Bäume. Mann! Jetzt halt nicht. Ich so. Das Haus ist neu. Ich weiß erst nicht, was das soll. Aber Anhänger oder Boot oder so kann man hier kaufen. Ich bin gespannt, ob ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Nix passiert. Easy! Jetzt driftet, ach du Eile. Ja, okay, ich muss hier. Gott, wie habe ich das dann noch geschafft? Ui, 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 ui. Also, ihr müsst euch die Sounds einfach so vorstellen. Das ist ein E-Auto. Oh Gott, das ist viel zu laut. Ich muss raus zum Sitz, sonst kriege ich einen Ohrenfall. Ich glaube, es gibt doch mehr Sachen, denn das sieht irgendwie nach extrem viel aus. Okay, das habe ich schon. Achso, ich dachte gerade. Nein, mein Porsche. Mann. Dann machen wir halt jetzt Cabrio Action. Was öffnet sich jetzt mein iPhone? Ich glaube nicht, dass das Lenkrad über dem Auto ist. Falls ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt, guckt sie euch gerne an. Da habe ich euch mal ein bisschen so meine Pop. Mann! Ich krieg's nicht mehr hin. Also, drück zuerst. Ja, okay. So, jetzt. Oh, man sieht einfach den halben Porsche nur. Okay, die ganze Map wurde einfach überarbeitet, aber ich dachte, die wird auch erweitert. Gut, der Pizzaladen ist neu. Oh! Der fährt auf der falschen Seite. Oh! Das ist ein Starblocks-Logo. Das ist auch auf jeden Fall neu. Das steht ja so auf Starblocks. Das weiß ich nicht, ob das neu ist, aber das Logo. Oh, ich weiß auch falsch. Okay, hier sind Pfeile. Das ist. Ich weiß jetzt nicht. Ja, die Straße wurde erweitert. Die ist breiter. Davor war es eine einspurige Straße. Boah, ich weiß ernsthaft nicht, was sich hier noch Krankes verändert hat. Ah, oh Gott. Nein, 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 fahr da jetzt nicht. Ah! Nein, Leute, ich habe keinen Führerschein. Also,
Wenn ich nicht Auto fahren kann, liegt es vielleicht auch daran. Haben Sie die Schranken endlich funktionstüchtig gemacht? Ja, die gingen eigentlich nicht. Hier ist halt das Reichenviertel. Oh Gott, das habe ich. Also, ich spiele das Spiel schon länger, aber das Reichenviertel habe ich eben. Also, wirklich echt. Das ist jetzt nicht gerade passiert, oder? Aber das, dieses Viertel hier, ich bezeichne es einfach mal als Reichenviertel, weil da so Mauern, so und Schranken. Ja. Ach, und nicht wundern, dass ich in der letzten Zeit nicht so viel hochlade. Ich mache gerade ein. Also ich baue gerade an einem riesen Minecraft-Server mit Land, also mit einem Land, mehreren Städten, Gesetzen und so. Bin gespannt, wie lange das überlebt. Ihr habt vom ersten Server Videos gesehen, nämlich dieses eine Prank-Video und einmal, ich habe meinen eigenen Server, das habe ich euch ja alles mal gezeigt. Auf dem zweiten Server, da habe ich Minecraft Flash gemacht. Auf dem dritten Server habe ich jetzt noch gar kein Video gemacht. Aber ich würde sagen, irgendwann, wenn der Server mal, also der ist jetzt schon nicht klein, aber wenn wirklich mal mehr Städte existieren, oder wenn es den Server ein Jahr gibt, das wäre dann am 01.01.2023, dann vielleicht auch erst ein Video. Aber das muss ich noch überlegen. Und bei Beaver News überlege ich mir dann auch, ob ich das überhaupt noch weitermache, weil ich da immer 7 bis 10 Stunden, also irgendwas dazwischen dran sitze, um so eine Folge zu machen. Und die Aufrufe einfach runtergehen. Also zum Beispiel die erste Folge hatte irgendwas mit über 50 Aufrufen, meine ich. Und die neueste hatte jetzt zum Beispiel eine 9 Aufrufe. Und da steigt auch nichts mehr. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das weitermachen soll. Es ist schon wieder passiert. Nein, oh mein Gott. Schnell reinsetzen. Nein, nein. Autorolldach steht. Bitte. Bitte spawn es. Bitte. Ich muss ja sagen, was mir am meisten Spaß gemacht hat, Lawgivers. Also, wer das noch nicht gesehen hat, ne, guckt es euch auf jeden Fall an. Es war ganz cool, aber ja, irgendwann habe ich es ja auch beendet. Kam halt nicht so gut an, Mann. Ich möchte mal wirklich so ein Spiel, was mir Spaß macht, was bei den Leuten gut ankommt. Und ja, das würde ich mir wünschen. Ebenfalls habe ich mal kurz daran gedacht, einfach Minecraft Beaver 2 zu machen. Hat schon eine Idee, wie man das anfangen könnte. Bin aber immer noch zu faul, das umzusetzen. Aber falls ihr mal Bock habt auf Minecraft Beaver 2, lasst gerne ein Like da. Falls ihr Minecraft Beaver 1 nicht gesehen habt, also Minecraft Beaver nochmal. Das ist nicht mehr normal. Das ist für dich bestes Minecraft-Projekt ever. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Stopp. Ja, nee. Ich glaube, den Porsche habe ich euch noch nicht. Also, den habe ich euch bestimmt mal gezeigt, aber den bin ich noch nicht gefahren. Das ist auch neu, dass hier so eine Lücke zwischen ist. Früher musste man da immer drüber fahren. Also, eigentlich hätte man. So, dann hätte man da eine Wendung machen. Und da darf man auch nicht mal mehr eine Wendung machen. Also, ich weiß nicht, was der Typ sich dabei gedacht hat. Werbeschilder sind auf jeden Fall neu. Kann ich auch mal. Ah, oh Gott. Okay, jetzt weiß ich auch, wieso ich diesen Porsche nicht so oft fahre. Der driftet ja komplett weg. Sag mal, nein, 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 nicht schon wieder. Mann. Ich fahre sogar einfach mal in die falsche Richtung. Da hinten gibt es nämlich Wohnungen und ich wollte mal gucken, ob da vielleicht eine Erweiterung gekommen ist. Dort hinten ist, by the way, auch der normale Spawn. Aber wenn man einen Job direkt am Anfang auswählt, ja, dann spawnt man bei der Job. Beim Job quasi, also ich bei der Polizeistation. Bis jetzt glaube ich hat sich noch nichts verändert, aber da ist die Tankstelle irgendwo. Wir müssen mal ein bisschen abbremsen. Das ist auch nicht das schnellste Auto, was ich habe. Fährt eigentlich sogar ziemlich lang. Sag mal, habe ich das nicht mal auf Kamera umgestellt? So. Hier einmal hoch. Da einmal runter. Was ich mir auch schon mal überlegt habe, so für die einzelnen Parteien, die bei der Wahl für Beaver News mitmachen, für die einfach so ein, wie heißt das, Werbevideo quasi zu machen, damit man auch weiß, welche Partei welche ist. Aber da dachte ich mir dann auch, das ist viel zu aufwendig und Lust habe ich dazu auch nicht wirklich. Aber ist so eine Idee, die bleibt in meinem Kopf gespeichert, die wird bestimmt.
bestimmt so in 30, 40 Jahren umgesetzt. Wenn es den Kanal da noch gibt. Wo bin ich hier? Ich bin einfach unter der Straße. Ich werde nichts sagen, aber ich glaube, ich komme hier nie wieder raus. Lol, aua. Danke. Ich back Evo fest. Hä? Ja, moin. Gott, was war das denn für... Hilfe? Das, ja. Okay. Muss man einfach nicht mehr bedenken. Achso, ich dachte, ich spawn jetzt gar nicht mehr. Der fahr ich halt mit dem. Mann, wie kriegen die nur 1 Million? Ebenfalls könnt ihr mir ja, lasst Like da bitte. Danke. Und auch ein Abo. Ich krieg diesen Motor nicht an. Falls ihr mehr von diesem Spiel hier sehen wollt, wie gesagt, Like. Und Abo, damit ihr nichts verpasst, ne? Ich krieg gleich einen Anfall, wenn das nicht geht. Das dauert doch Jahre. Früher dachte ich immer, da, also das hier wäre für hoch und das wäre für runter. Und das kontrolliert beide Scheiben, aber nö, so war es einfach nie. Ah, oh Gott, Gott, den habe ich auch nicht unter Kontrolle. Ich habe das Spiel viel zu lange nicht mehr gespielt. Ja, an dieser Stelle würde ich auch sagen, das war's mit dem kleinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal wieder ein bisschen Porsche fahren, ne? Ich weiß nicht, was sich an dieser Map verändert hat, außer dass die Straßen anders aussehen. Pizzaladen hinzugefügt wurde. Sonst hat sich meiner Erkenntnis nach nichts verändert. Super Update auf jeden Fall. Hat sich gelohnt, dazu ein Video zu machen. Wird sich bestimmt jeder angucken. Ciao, ciao. Euer Herr Bieber. Habt doch einen schönen Tag.